Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel FH Spielberg gegen FC Kaiserslautern, zweite Mannschaft, im Stadion bekanntlich 0:2. Bei mir sind die beiden Cheftrainer, Oliver Schäfer vom FTK und Hartmut Kaufmann vom SV Spielberg. Oliver, wie ordnest du die Leistung deiner Mannschaft ein nach dem ersten Spiel, nach der Winterpause? Also zuallererst möchte ich einfach mal meinem Kollegen Danke sagen für das Spiel heute. Ich glaube, dass Spielberg heute eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gebracht hat, viel über den Kampf und über den Willen und Teamgeist gekommen ist. Ich behaupte jetzt mal, aus meiner Erfahrung spürt man, dass da was zusammengewachsen war, was miteinander hochgekommen ist. Und ihr habt da auch wirklich alles in die Waagschale geworfen und versucht, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich wiederum war natürlich glücklich, dass nach so einer langen Vorbereitung, wir hatten 7 Wochen, die unsererseits wirklich sehr gut war, dass es endlich losging und dass ich auch, dass ich meine Mannschaft, sage ich jetzt mal, mit den ersten 3 Punkten auch belohnt hat für die harte Arbeit, die wir hatten. Ich denke, dass es, ist schwierig zu sagen, wir sind glücklich am Anfang direkt in Führung gegangen, haben unsere erste große Chance genutzt, haben das 1:0 gemacht und eigentlich ging ich davon aus, dass es uns ein bisschen mehr Sicherheit gibt, was allerdings nicht der Fall war. Spielberg hat dann angefangen, wirklich Druck zu machen, wollte mit aller Macht versuchen, den Ausgleich hier zu kreieren oder heraufzubeschwören, was natürlich uns ein bisschen nicht gerade entgegenkam, so typisch für Mannschaften, die als zweite Mannschaften auflaufen, ist, dass die Spieler technisch sehr versiert sind. Das kam natürlich auf dem heutigen Platz nicht so zum Tragen, war ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass das Spielberg mehr in die Karten gespielt hat. Wir sind dann ganz schön unter Druck gekommen in der ersten Halbzeit, hatten auch das eine oder andere Mal Glück. Dann kam auch noch am Ende der Platzverweis des Torhüters dazu, was ja, leider regeltechnisch, sage ich jetzt mal, richtig war. Umgekehrt sage ich aber auch, das ist... Ein Torhüter läuft raus, versucht den Ball zu kriegen, trifft den am Fuß, ich sage es nicht mal nicht hart oder unfair, trifft ihn einfach und nur weil es der letzte Mann ist, gibt es eine rote Karte. Sowas ist natürlich sehr hart, hat uns dann ein bisschen in die Karten gespielt. Letzten Viertelstunde, 20 Minuten, hatte ich so das Gefühl, dass wir eventuell konditionell dann ein bisschen überlegen waren, hatten dann die wirklich 3-4 gute Konterchancen und haben da eigentlich verpasst. Frühzeitig schon das 2:0 zu setzen. Umso glücklicher war ich dann, als es am Schluss dann doch noch funktioniert hat. Unterm Strich glaube ich, dass es ein gutes Regionalligaspiel war, was ständig auf Messerschneide stand. Ich glaube, es hätte auch können in die andere Richtung losgehen. Wenn Spielberg das Tor zum Ausgleich geschafft hätte, denke ich, dass eventuell meine junge Truppe auch nochmal etwas nervöser geworden wäre. Ja. So freue ich mich natürlich über die ersten 3 Punkte und wünsche den Spielbergern weiterhin alles Gute und gute weitere Spiele. Ich denke, dass die Zuschauer hier froh sein können, wenn sie hier weiterhin einen guten Fußball sehen und einen engagierten Fußball. Das sollte auch belohnt werden. Dankeschön. Danke, Oliver. Hartmut, es kam heute wieder mal einiges zusammen. Oliver Schäfer hat es schon erwähnt. Das frühe Gegentor hat natürlich dem Gegner in die Karten gespielt. Dann nach gut einer Stunde der Platzverweis für unseren Torhüter. Und dann noch diesen klaren Vorteil abgepfiffen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu euren 3 Punkte und auch für die guten, netten Worte. Du hast gerade eben deine Rede angesprochen. Du hast ein gutes Regionalliga-Spiel gesehen, ich auch. Bis auf 20 Sekunden, das muss man ganz klar sagen, da war man nicht gleich sofort da. Dann habe ich auf jeden Fall ein gutes Regionalligaspiel gesehen und leider nimmt halt doch noch jemand dran teil an dem Spiel, der es beeinflussen kann. Und für mich ist eigentlich eigentlich ist es unfassbar, wie ich diesen Vorteil abpfeifen kann. Da geht's, klar ist das Regelwerk so, wenn der Matthias rauskommt, dann ist faul, dann ist es halt der letzte Mann, das ist bitter, so ist aber das Regelwerk, damit kommt man klar, aber diesen Vorteil, also wie ich diesen Vorteil abfeiern kann, das ärgert mich maßlos, weil wenn ich am Dienstag, Donnerstag bei meiner Truppe in der Spielform meinen Stürmer so in die Gasse geschickt werde und ich
grätscht dazwischen und will irgendwie was taktisch erklären, schieße sie mir vom Platz. Ja? Und du wirst so in der Situation so benachteiligt. Das ärgert mich letztendlich. Ja, ist so eine Niederlage nicht einfach. Kaiserslautern geht recht schnell in Führung mit 1-0 und dann habe ich ein gutes Regionalligaspiel gesehen für mich persönlich. Und wenn das normal von der dritten Person über die Bühne gleitet wäre, dann hätte man vielleicht das Ding einzeln verloren. Aber ich habe eine Mannschaft gesehen, die sehr engagiert sich da rausgezogen hat, diesen Gegentreffer, die ihre Torchance gehabt habe. Einmal war der Pfosten im Weg, einmal ist er knapp vorbei von Claudio Ritter. Ja, und ja, das Engagement stimmt, das ist keine Frage. Und eigentlich schade für, dass es so beeinflusst wurde. Vielen Dank. Hartmann, der SV Spielberg ist jetzt leider auf einen sicheren Abstiegsplatz gelandet, Platz 17. Was kann man jetzt tun, um die Mannschaft aufzurichten, schließlich am nächsten Samstag ein Spiel auswärts bei Mitkonkurrenten Balinger SC? So wie sich das gehört als Trainer, ganz normal am Dienstag wieder ins Training gehen, ganz normal mit den Jungs arbeite, spreche, positiv. Ja, mehr, keine Frage. Stimmt das Ergebnis heute nicht, das ist nicht das Thema, aber das Engagement und der Wille ist ja da und wir müssen so weitermachen und ob wir jetzt da oder da stehen, das ist jetzt mal egal, das ist alles Zahlerspielerei, das interessiert mich auch nicht. Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft Vollgas gibt und das werden sie am Dienstag, Donnerstag, Freitag wieder tun und dann fahren wir nach Balinger und dann geht es dort wieder der Wetter, genauso wie heute und dann werden wir da was holen. Oliver, was sind denn die Ziele für deine Mannschaft auf Platz 8? Wie motiviert man die Jungs? Wie motiviert man die? Also zuerst noch mal kurz zu meinem Trainerkollegen. Ich glaube, dass er das sehr gut analysiert hat. Und ich glaube, wenn die Truppe hier so weiterspielt, dann geht auch in Balingen was zu holen. Ja? Weil ich habe hier wirklich eine Truppe gesehen auf dem Platz, die sich einig ist und die in eine Richtung marschiert. Und das ist schon mal sehr viel wert und ich glaube, der wird schon noch der ein oder andere Punkt dazukommen. Und was ich auch gut finde, er bleibt ruhig und sagt einfach, jedes Spiel geht er neu an und er kümmert sich jetzt nicht um den Tabellenplatz, weil heute wird nicht abgerechnet, sondern erst am Ende der Saison. Ja, wenn man jetzt schon verrückt spielen würde, das wäre ja grausam. Also ich glaube, da hat Spielberg einen guten Trainer erwischt. Unsererseits, ich möchte so schnell wie möglich im gesicherten Mittelfeld stehen, was mir noch nicht ganz geschafft haben, aber wo wir darauf hinarbeiten, weil ich als Ausbildungsmannschaft eigentlich auch den Spielern, die hinten dran stehen oder den ganz Jungen, die jetzt vielleicht von der A-Jugend da sind, auch noch ein bisschen Spielpraxis geben möchte. Und je früher ich natürlich so ein Ziel erreiche, je lockerer, sage ich mal, kann ich die Jungs dann auch reinschmeißen, um einfach auch mal zu sehen, wie entwickeln sie sich, weil sie Spieler im Prinzip auch noch wirklich entwickeln, wenn sie im Wettkampf sind. Ich kann sie nicht nur im Training schulen, das ist ein Stiefel, sage ich mal. Aber der andere Schuh, der dazu muss, ist eben dieses Wettkampfverhalten. Wenn der Druck da ist, wenn man auswärts spielt, wenn man zu Hause spielt, wenn die Fans verrückt spielen, all diese Dinge, die halt auch dazu gehören. Und mein Hauptziel ist es einfach, Spieler auszubilden, junge Menschen, um Sport zu begeistern, ihnen mein Wissen, was ich aus meiner aktiven Zeit noch habe, weiterzugeben und aus den Spielern möglichst viele Gute zu machen, die von uns aus entweder den Weg in unsere erste Mannschaft oder halt zu anderen Vereinen gehen, die dann höher spielen. Dann darf ich mich bei beiden Trainern bedanken für die Pressekonferenz und wünsche unseren Gästen von Kaiserslautern eine gute Heimreise und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke.